Heute am 13.8. hier in Frankfurt am Main, in der größten Finanzmetropole Europas. Was wir grundsätzlich kritisieren, ist, wie Banken momentan funktionieren. Und das ist hauptsächlich auf Profit orientiert und folgt einfach einem Wachstumszwang. Dieses Wachstum und dieser Profit führt immer zur Ausbeutung von Mensch und Natur und ist damit mit einer klimagerechten Zukunft, wie wir sie uns wünschen, unvereinbar. Hier hinter uns sehen wir auch das belebte Klimacamp. Den ganzen Tag gestern Abend und heute Morgen sind noch Menschen von der bundesweiten Anreise hier angekommen. Wir sind hier, weil wir heute ab 14 Uhr gemeinsam auf die Straße gehen. Wir haben erst Sternmärsche und dann eine Hauptkundgebung und eine Hauptdemo. Wir wollen klar machen, dass Investitionen, so wie sie jetzt momentan geschehen, das heißt nach hauptsächlich auf Profit orientiert und auf Wachstumszwang orientiert, so nicht mit einer gerechten und nachhaltigen Zukunft vereinbar sind. Kapitalismus raus aus den Köpfen! Was wir haben, ist Gewissheit. Denn wir wissen, woher die Klimakrise kommt. Wir wissen, dass fossile Energien schuld daran sind. Der neue IPCC-Report vom Montag hat gezeigt, dass wir, wenn wir so weitermachen, schon 2030 wichtige Kipppunkte der Klimakrise überschreiten werden. Und dass währenddessen vom Finanzsektor weiterhin in Kohle, Öl und Gas investiert wird und mit den Investitionen von jetzt eben fossile Infrastruktur noch in die nächsten Jahre hinein gefestigt wird, ist für uns aus einer klimagerechten Perspektive völlig unverständlich. Die Wirtschaftsweise, wie wir investieren, die an Profit und Wachstum orientiert ist und nicht an sozialen Bedürfnissen und ökologischen Bedürfnissen ausgerichtet, mit der werden wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen vor allen Dingen Investitionen und auch wie investiert wird, viel mehr selbst in die Hand nehmen und demokratisch kontrollieren. Und natürlich brauchen wir auch einen Ausbau von irgendwie Sachen, die für die gesamte Gesellschaft relevant sind. Beispielsweise ÖPNV, beispielsweise Bildung. Das Handeln der Bundesregierung bzw. generell aller Parteien, die es nicht geschafft haben, sich ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm zu erstellen, ist für uns völlig abseits von dem, was von der Wissenschaft eigentlich gefordert ist. Und deswegen gehen wir heute einen Schritt weiter und werden heute aktiv in die Finanzierung der Klimakrise eingreifen, indem wir mit bunten, diversen Aktionen in den Alltag des Finanzsektors eingreifen. Und fordern, dass Investitionen in Zukunft sich an sozialen und ökologischen Bedürfnissen orientieren. Zudem braucht es, da gewisse Aspekte unserer Wirtschaft grundlegend als unveränderbar hingenommen werden, wie beispielsweise der Profit- und Wachstumszwang und der Konkurrenzdruck, eben außerparlamentarischen Druck, den wir heute auf die Straße bringen möchten, um eine demokratischere Entscheidung über unsere Zukunft zu ermöglichen.